Hallo, willkommen zum ersten Tutorial auf diesem Channel. Es ist für mich eine Übung im Erklären und Beibringen und ich hoffe, dass die Tutorials bald besser werden. Daher bin ich offen für Fragen und Kritik, aber steigen wir gleich mal ins Thema ein. Was wir malen werden, ist ein gelber bzw. ein goldener Molly. Die Fische sind eigentlich winzig und wir haben sie hier bereits vergrößert. Das Originalfoto habe ich von Pixabay. Es ist für kommerzielle Nutzung freigegeben. Ich werde es in der Infobox verlinken, damit ihr euch auch am Original richten könnt. Ich werde, also hier habe ich bereits die Vorlage aufgezeichnet. Auch die habe ich eingescannt und in der Infobox verlinkt, wie ihr sie auf euer Blatt Papier übertragen könnt. Dazu habe ich bereits ein Video erstellt und auch das werde ich in der Infobox verlinken. Wer die Vorlage nicht nutzen möchte, ist frei, selbst zu zeichnen. Ihr müsst das natürlich nicht so deutlich machen, wie ich das hier gemacht habe. Das diente nur zum besseren Einscannen sowie zur besseren Sichtbarkeit während des Tutoriums. Was ihr dafür braucht, sind Bleistift und Radiergummi, ein oder mehrere Pinsel, Aquarellfarben. Ich werde die von Winsor & Newton nehmen aus der Cotman Serie. Ich habe hier eine Palette mit, ich glaube, 48 Farben, aber ich werde natürlich nicht alle wählen. Ich habe hier bereits die Farben für dieses Bild ausgewählt. Das ist Cadmium Yellow Hue, also ein Cadmium Gelb, ein Alizarin Crimson und Indigo. Und ich glaube, dass diese Farben ausreichen werden, um dieses Bild perfekt zu gestalten. Außerdem werde ich weiße Tinte für die Highlights nutzen. Es geht natürlich genauso ein weißer Gelstift oder ein Posca-Stift. Auch weiße Buntstifte werden sich dafür eignen. Außerdem werde ich schwarze Tusche nehmen. Für den Hintergrund nur. Da ist es aber freigestellt, alles zu wählen, worauf man quasi Lust hat. Wir brauchen ein Glas mit, ein oder zwei Gläser mit klarem Wasser und eine Palette. Es geht natürlich auch so eine Plastikpalette. Hauptsache, wir haben eine Fläche, auf der wir Farben mischen können. Ich nutze sehr gerne Teller. Diesen hier, wie ihr seht, habe ich auch schon für andere Bilder benutzt. Wichtig ist, falls ihr einen Teller oder ein Glas aus der Küche nehmt, nicht mehr von diesem zu essen. Manche Farben und Pigmente können giftig sein und das will man natürlich nicht aufnehmen. So. Nun werde ich im Hintergrund durchlaufen lassen, wie ich die Skizze hier angefertigt habe. Wie ihr seht, habe ich das Blatt bereits. Also, ja, wir brauchen noch Aquarellpapier. Bitte das Aquarellpapier nicht vergessen. Ich werde jetzt in diesem Sketchbook von Moleskine malen. Alle Materialien, die ich genutzt habe, werde ich auch in der Infobox als Liste verlinken. Es wird noch ein ausführlicher Beitrag dazu auf meinem Blog verfasst werden. Das heißt, ihr könnt das alles einsehen. Auch im Nachhinein. Die Ränder der Seite habe ich bereits mit etwas Maskierband abgeklebt. Da ist auch Malerkrepp, was auch immer ihr, oder Washi-Tape, was auch immer ihr da habt, geeignet. Ich habe hier eins, das mir das Papier nicht zerreißt. Deswegen nutze ich das ganz gerne. Wie gesagt, jetzt läuft erstmal der Zeichenprozess und wir sehen uns gleich zum Malen. Gleich. Bevor wir mit dem Malen anfangen, feuchte ich mir die Farbe ein bisschen an und lasse sie ein paar Sekunden stehen, damit sie weich wird. Da sind alle Aquarellfarben ein bisschen unterschiedlich. Die von Winsor & Newton sind ein bisschen schwergängig. Daher tropfe ich erstmal ein paar Tropfen Wasser drauf, warte ein paar Sekunden und werde sie mir dann gleich auf die Palette auftragen. Bis gleich. Mit einem Pinsel
trage ich mir jetzt Farbe auf die Palette auf. Dabei darauf achten, reichlich Farbe zu nehmen, weil diese, damit es eben für das ganze Bild reicht. Pinsel zwischen dem Farbwechsel gut auswringen. Und die nächste Farbe mit etwas Abstand auf die Palette auftragen. Das ist ein sehr, sehr schönes Rot, finde ich hier. Und Indigo ist ein sehr, sehr schönes dunkles Blau, fast ins Gräuliche gehend. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe bemerkt, dass nicht viele mit Indigo malen, aber ich liebe diese Farbe einfach. Wie ihr seht, ist das Wasser bereits verdreckt, nur durch das Aufnehmen der Farbe auf die Palette. Ich werde das jetzt auswechseln und das solltet ihr auch tun. Zum Malen brauchen wir nämlich wirklich klares Wasser. Was ich vorhin noch vergessen habe, unbedingt braucht ihr so ein Taschentuch oder eben einen kleinen Lappen, an dem ihr die überflüssige Feuchtigkeit vom Pinsel abstreifen könnt. Sonst habt ihr zu viel Farbe auf dem Pinsel. So, beginnen wir mit dem Malen. Zuerst mischen wir uns einen Braunton an. Den Braunton werde ich jetzt hier hinten mischen. Ich ziehe mir so ein bisschen gelbe Farbe hier rein. Ein bisschen Rot, damit es eben diesen Orangeton gibt. Nehme ein wenig Blau bzw. Indigo und habe hier dann einen Braunton, den ich gut nutzen kann. Ein Video zur Farbenlehre, zu den Grundsätzen der Farbenlehre habe ich auch bereits gemacht. Auch das kann ich in der Infobox verlinken. Zunächst nehme ich mir auf den Pinsel, der überwiegend mit Wasser gefüllt ist, ein wenig gelbe Farbe auf und fahre die hellsten Bereiche des Fisches nach. Dabei versuche ich darauf zu achten, nicht das Auge mitzubemalen und eine gleichmäßige Struktur zu schaffen. Vorsicht auch, dass eben genug Wasser im Pinsel ist, sonst bleibt die Struktur nicht ebenmäßig. Bei Bedarf nehme ich mir am Rande ein bisschen Farbe nach, wie ihr seht. Auch in die Schwanzflosse gehe ich ganz leicht rein. Dass wir die weißen Highlights bereits quasi übermalt haben, ist gar kein Problem. Dafür nutzen wir ja später die weiße Tinte, um diese wieder hervorzuholen. An manchen Stellen kann man jetzt bereits den braunen Ton nehmen und die dunklen Bereiche definieren. Die sehe ich zum Beispiel ganz leicht hier. Wobei ich auch das Gelb hier noch etwas deutlicher machen werde. Wenn die Farben ineinander fließen, ist das wunderbar. Hier in der Flosse möchte ich noch ein bisschen Gelb mit drin haben. So wie hier. Diese Flosse hier unten ist überwiegend weiß. Ein wenig Orange mische ich mir hier zwischen dem Gelben und dem Roten zusammen und nehme das hier in diesem Bereich trage ich das auf, sowie unter dem Auge und am Kiefer bzw. in der Kiemengegend.
Das Orange fließt in den Braunton über. Dann brauche ich hier noch ein bisschen. Wie ihr seht, habe ich überwiegend wirklich sanfte Übergänge zwischen den Farben. Ich nehme hier noch ein bisschen mehr Gelb, damit der Fisch nicht ganz in diesem braunen, orangen Ton verloren, also sich verliert. Und gehe nochmal ein bisschen hier unter den Kiefer in die Mundgegend. Jetzt in der ersten Lage brauchen wir noch gar keine oder nur wenig Details. Wir legen erstmal die erste Schicht fest für diesen Fisch und werden die Details später hinzufügen. Wenn ich in diesem Braunton mehr Blau mische, ergibt sich ein relativ neutrales Grau. Jetzt habe ich hier ist das Grau. Mit dem werde ich die Schwanzflosse von dieser Seite aus benetzen. Wenn ihr ein bisschen zu viel Wasser, wie ich gerade, auf dem Papier habt, tupft das einfach ab. Zu viel Wasser ist nämlich führt dazu, dass die Farbe dann ausfedert. Das wollen wir nicht. Das Grau, auch wenn ich hier über die Linien male, macht das nichts. Wir werden diese ja später noch mit Schwarz versäubern quasi. Hier in diesem Randbereich lasse ich mit einem feuchten Pinsel und einfach nur klarem Wasser sich das Grau in das Gelb vermischen. Dies mache ich auch an den anderen Flossen. Am Ende wird das eine Illusion von Transparenz schaffen. Und die weißen Highlights werden dann noch dazu verhelfen, dass diese Transparenz eben hervorgehoben wird. Jetzt habe ich hier wieder ein bisschen zu viel Wasser. Wichtig sind eben diese glatten Übergänge. Hier die Schwanzflosse werde ich am Rande noch etwas dunkler machen. Es gibt Farben, die fließen von alleine gar nicht so gut. Da ist es hilfreich, ein bisschen mit zum Beispiel Wasser nachzuhelfen und sie mit dem Pinsel zu führen. Hier mische ich mir noch ein bisschen Braun nach. Wie ihr seht, auf der Palette verläuft irgendwann alles ineinander, so mische ich oft. Das heißt, dann ist es einfacher, diese Farben quasi nachzunehmen. Auch muss man sagen, je beschränkter die Farbpalette ist, die man für ein Bild zur Verfügung hat, desto einfacher ist oft das Üben mit dieser Palette. Hier im Kiemenflossenbereich, wobei man diese Seitenflosse gar nicht so deutlich sieht auf dem Bild, nehme ich nochmal ein bisschen Braun und setze die Schatten im Kieferbereich
unter dem Auge. Noch ein bisschen hier in die Richtung gehend. So. Ein wenig noch hier an der Seite und im Bereich der Schwanzflosse. So wie der oberen Flosse hier, der Rückenflosse. Die harten Kanten verwische ich mit einem feuchten Pinsel und sauberem Wasser. Die möchte ich bei dem Fisch nämlich nicht haben. Dies lasse ich jetzt erstmal durchtrocknen und danach geht's zur nächsten Schicht. Falls bei euch Farben mit einer harten Kante eingetrocknet sind, geht mit einem feuchten Pinsel ganz leicht drüber. Das löst die Farbe nochmal an und lässt die Kanten sanft und erscheinen. So. Als nächstes nehme ich mir das Gelb nochmal pur auf und betone im Bild die gelben Bereiche des Fisches nochmal. Das, was ich eben besonders leuchtend sehen will. Dazu möchte ich sagen, dass ich eben nicht fotorealistisch male und daher auch quasi meine Kreativität einfließen lassen kann in die Illustration. Auch hier oben an der Flosse hat der Fisch wunderbar gelbliche Bereiche, die ich betonen möchte. Dies gilt auch für diese Bauchflosse. Hier unten fülle ich die Flosse mit einem Grau auf. Als nächstes nehme ich mir nochmal den Braunton, den wir bereits angemischt haben von der Palette. Und betone die Kiemengegend. Sowie den unteren Bauch. Wir gehen jetzt langsam in den Bereich über, in dem wir Details in die Illustration bringen. Der Bauch des Fisches ist um einiges dunkler. Wenn wir keine Farbe nachnehmen, erscheint er aber heller als die Bereiche, die wir mit vollem Pinsel hier vorne an den Kiemen zum Beispiel angebracht haben. Auch hier sorge ich dafür, dass die Ränder sanft ineinander überlaufen. Machen wir mal weiter mit dem Bild. Jetzt, nachdem diese Schicht getrocknet ist, gehe ich mit dem feuchten Pinsel ein wenig in die indigoblaue Farbe und trage sie leicht hier im Auge auf. Die Pupille kann man mit bedecken oder noch weiß lassen. Am Ende wird sie sowieso schwarz angemalt.
Dieser Fisch hat eine ganz, ganz wunderbare blaugraue Augenfarbe. Und dann nehme ich mir noch ein bisschen von dem Grau, das wir uns zurechtgemischt haben, und setze einige dunkle Details, wo sie mir richtig erscheinen. Das ist vor allem hier unten und hier oben der Fall, sowie hier. Da die Farbe feucht ist, verläuft sie ganz wunderbar ineinander. Die weißen Details werden wir später noch mit weißer Tinte setzen. Ich nehme noch ein bisschen was von der graubraunen Farbe auf den Pinsel und verdunkle die Details am Kopf und an den Kiemen des Fisches. Sowie hier hinten an der Flosse, beziehungsweise an der Seitenflosse, nicht an den hinteren Flossen. Da bei euch die Bleistiftzeichnungen viel weniger deutlich sind als bei mir, wird euer Fisch bereits eine ziemlich schöne Form und Farbe haben. Ich nehme mir ein bisschen Orange und fahre hier die Mundpartie nach, damit bei mir vor allem der Bleistiftstrich verschwindet. Ich mische dieses Orange ein bisschen mit dem Braun, weil es dann ein bisschen netter aussieht, finde ich. Gehe mit der gleichen Farbe nochmal ein wenig unter das Auge des Fisches, hinter die Kiemen. Ein wirklich deutliches Orange nehme ich mir auf den Pinsel und setze hier ein paar orange Punkte, auch hier an der Seite. Ich gehe nochmal über diese braunen Stellen mit Orangenfarbe. Ich mische mir ein wenig Grau mit Gelb auf der Palette und achte darauf, dass ich ganz wenig von der Farbe auf dem Pinsel habe und fahre dann einmal, ein bisschen mehr brauche ich schon, von der Stirn über die Seite. Dabei achte ich darauf, dass zum Rücken hin ein ganz, ganz kleiner Bereich übrig bleibt. Das ist quasi das Highlight an dem Fisch, dass wir so übrig gelassen haben. Ich achte darauf, dass die Ränder nicht zu harsch sind. Mit ganz wenig brauner Farbe gehe ich die Seite entlang und setze kleine Halbkreise bzw. Schüppchen. Das bringt ein bisschen Struktur in den Fisch. Das war ein bisschen zu viel. Wenn ich ein bisschen viel Farbe oder Wasser auf dem Pinsel habe, tropfe ich das am Tuch ab. Diese Struktur setze ich in 2 bis 3 Reihen an. Ich werde mir noch ein wenig graue Farbe anmischen. Damit gehe ich einfach mit dem Indigo zwischen das Gelbe und Rote. Achte darauf, dass ich wenig Wasser, aber mehr Farbe auf dem Pinsel habe und ziehe mir gleich Linien in die Flossen. Oh, okay.
das Maskierband klebt gerade nicht. Ich werde es gleich nochmal anbringen, bevor ich den Rand male. Ich drehe mir ein bisschen das Sketchbook, weil mir der nächste Schritt dann einfacher fällt. Und zwar ziehe ich mir mit der grauen Farbe vorsichtig Linien mit einem dünnen Pinsel bzw. der dünnen Spitze in die Flossen. Wenn es für euch bequem ist, dreht euer Blatt oder Sketchbook oder was auch immer ihr benutzt auf dem Tisch, damit ihr so besser an all die Stellen kommen könnt, an die ihr kommen möchtet. Das macht das Malen deutlich einfacher. Diese Linien ziehe ich auch in die anderen Flossen. Nicht vergessen sollte man auch die Schwanzflosse. Dabei gehen die Linien von diesem Halbkreis hier aus, den ich auch angezeichnet habe. Wie bereits gesagt, ist es beim Aquarell ziemlich einfach, das Helle zu verlieren, und man arbeitet von hell nach dunkel. Das heißt, man spart das Helle aus, wenn es geht. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dies zu tun. Hier malen wir quasi um das Helle herum. Es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit zu maskieren. Allerdings braucht man das nicht immer. So. Jetzt hat der Fischschwanz bereits einiges an Struktur. Mit dem Grau zeichne ich noch einige Details an. Wenn ich mir das Original ansehe, dann sehe ich hier unten an der Bauchflosse ein wenig Grau. Und auch hier um diese Flosse herum. Ein paar weitere Details zeichne ich mir hier um das Auge ein. So wie diese Flosse hier. Dafür nehme ich mir noch ein bisschen von dem Gelb in Pur. Achte darauf, dass mein Pinsel nicht zu feucht ist. Diese Flosse sieht man auf dem Bild gar nicht so deutlich. Deswegen deute ich sie hier jetzt einfach nur an. Und nehme mir aber noch ein bisschen Rot hier in diesem Bereich. Das verschwimmt so ein bisschen in dem Gelb und gibt ganz schöne Akzente. Weiterhin setze ich mir die roten Akzente hier in diesem Bereich und hier hin. Da diese Struktur hier bereits ein bisschen angetrocknet ist, nehme ich mir noch ein bisschen mehr Braun. Vermische das ein bisschen mit Gelb, damit es so ein bisschen heller ist. Und fahre sie nochmal nach.
Wenn mir das hier so ein bisschen nicht gefällt, gehe ich mit einem feuchten Pinsel rein und nehme ein wenig Farbe ab. Wirklich ganz klein bisschen. Nun lasse ich das Ganze nochmal trocknen. Nachdem das Bild soweit getrocknet ist, klebe ich mir die Ränder nochmal ab. Jetzt wird es nämlich notwendig, wenn ich den Rand, wenn ich den Hintergrund bemale. Auch nach dem Bemalen des Hintergrunds kann man noch was am Fisch verändern, wenn man das möchte. Durch den Hintergrund hat man aber ein wenig andere Perspektive und die Farben wirken anders. Wie gesagt, für den Hintergrund kann man schwarze Farbe, Tusche, Tinte nehmen, was man möchte. Man kann auch das Indigo pur nehmen oder ein Dunkelblau oder sich natürlich einen Hintergrund malen. Das hätte, allerdings sollte man das vorher planen, damit man eben nicht, wie ich hier, über die Linien hinaus malt. Für die Tusche nehme ich mir ein kleines Schälchen. Oh je. Meine Tusche hat hier eine Pipette und da gebe ich so ein paar Tröpfchen in die Schale rein. Falls es nicht genug sein sollte, werde ich mir nochmal später was dazu nehmen. Mit einem flachen Pinsel bringe ich jetzt die Tusche auf den Hintergrund auf. Die Tusche nehme ich vor allem, weil sie deckend und nach dem Trocknen wasserfest ist. Das heißt, hätte ich jetzt ein Kunstwerk mit Linien gemacht, hätte ich die Tusche dafür auch verwenden können und sogar vor dem Malen auftragen können, ohne dass mir das Probleme bereitet hätte. Am Rande des Fisches bin ich besonders vorsichtig und versuche, das so sauber wie möglich zu arbeiten. Dafür nehme ich mir den Pinsel seitlich. So kann man nämlich dünne Linien malen, während man mit dem flachen Pinsel eben mehr Fläche bedecken kann. Entschuldigung, falls ich gerade die Schale ins Bild gehalten habe. Für besonders feine Details nehme ich mir gleich noch einen dünneren Pinsel. Ich brauche das Schwarz nämlich auch noch für die Pupille sowie den Augenrand. Hier an den Flossen wackele ich ein bisschen mit dem Pinsel hin und her, weil sie eben nicht sauber abschließen, sondern so ein bisschen welligen Rand haben. Dies gilt auch ein bisschen hier an der Schwanzflosse. Hier drehe ich mich. Ach, da klebte das Band gerade am Tisch fest. Drehe ich mir den Block um, damit ich an die Bereiche hier besser drankomme.
ganz schön ungewohnt für mich, beim Malen zu erzählen und zu erklären, was ich mache. Normalerweise male ich für mich alleine. So. Diesen Pinsel wasche ich aus. Man sollte darauf achten, dass man den Pinsel, den man für die Tusche benutzt hat, nochmal unter fließendem Wasser auswäscht nach dem Malen. Mit einem dünnen Pinsel nehme ich jetzt erneut etwas Tinte auf und male jetzt zwischen der Mundpartie, versaubere mir hier nochmal die Kante. Mit einem kleinen Pinsel kann man zwar nicht so viel Fläche abdecken, allerdings fällt es dann natürlich einfacher, die Details zu malen. Auch den Bereich zwischen der Flosse hier. Für den benutze ich den kleinen Pinsel. Wenn ich sehe, dass ein bestimmter Bereich des Hintergrunds schlecht abgedeckt ist, gehe ich auch da nochmal mit der Tusche drüber. Wenn es größere Bereiche sind, nimmt man dafür nochmal den flachen Pinsel. Ich mag Fische, weil sie so schöne, fließende Bewegungen haben. Und ganz oft sehr, sehr schöne Farben. Ich drehe mir das nochmal um. Ja, das Problem ist, dass mir das Maskierband ein wenig am Tisch festklebt heute. Mit dem dünnen Pinsel male ich auch dieses Eckchen hier schwarz, wo sich die Flossen noch nicht treffen. Und den Bereich, in dem sich die Flossen, diese Brustflosse trennt oder Bauchflosse. Ich bin mir nicht sicher, welche Flosse welche ist, außer natürlich die an den Seiten. Ein wenig definiere ich mir auch die Flossen hier. Mit ganz, ganz sanften, dünnen Linien. Diese Flosse hier, wenn man sich das Original ansieht, ist ein bisschen getrennt. Und dies tue ich, indem ich einzelne schwarze Linien in die Flosse ziehe. Und der Bereich hier gehört auch noch schwarz. So.
Dies mache ich dann auch ein bisschen an der Rückflosse. Und folge den Linien, die ich bereits grau eingezeichnet habe. Das gleiche kann man auch hier an der Schwanzflosse machen. Dabei achte ich jedoch, dass ich nicht den äußersten Bereich dafür nehme, sondern eben hier, wo die Farbe sowieso schon dunkler ist. Mit dem gleichen dünnen Pinsel male ich einen schwarzen Rand um den Augapfel herum, der zwar nach außen hin gerade ist, zur Pupille hin aber ein wenig Muster haben darf. Wenn man genau hinsieht, ist da ja der schwarze Rand gar nicht so gerade bei diesem Fisch. Und ich achte auch drauf, so ein bisschen Muster zu malen. Anschließend male ich noch die Pupille, die ich eingezeichnet habe, schwarz. Das Ganze lässt sich jetzt erneut trocknen. Nun ziehe ich mir das Maskierband ab und wir sehen, dass das Bild einen relativ sauberen Rand hat. Hier ist es mir ein bisschen unter das Maskierband gelaufen. Das ist aber nicht so schlimm für mich. So. Das Knistern tut mir ein bisschen leid. Nun nehme ich mir noch weiße Tinte, die ich vorsichtig schüttle, damit sich die Pigmente, die sich unten abgesetzt haben, in der Tinte vermischen. Ich nehme dafür gerne die von Winsor & Newton. Es gibt aber auch andere Tinten, die man benutzen kann. Wie gesagt, es geht auch mit einem Gelstift, einem weißen Posca-Stift, was man auch immer da hat. Ich habe jetzt einen kleinen Detailpinsel in der Größe 0. Mir zur Hand genommen und tauche ihn vorsichtig in die Tinte und setze mir Highlights hier am Auge, um die Pupille herum, aber keinen durchgehenden Kreis, ein wenig Highlight über der Lippe dann um das Auge herum und zwar hier an dieser Stelle und an der Wange hier. Ein wenig Highlight setze ich mir hier am Kiemen sowie hier. Um die Seitenflosse herum, die ich mit der weißen Farbe ganz leicht andeute.
einige Highlights setze ich mir anschließend bei der Bauchflosse und ziehe die Linien bis ins Schwarz hinein. Über dem Grau gibt das dann ein wunderbar transparentes, also wirkt das wunderbar dann transparent. An dieser Flosse ziehe ich mir ebenfalls einige Linien bis ins Schwarz hinein und betone unten am Rand noch ein bisschen die Enden. Auch hier an den Schuppen, die wir uns mit der braunen Farbe markiert hatten, setze ich jeweils kleine Strichelchen als Highlights. Dabei male ich nur mit der Spitze, damit eben das nicht zu deutlich ist und man keine großen Flecken hinterlässt. Ich drehe mir das Bild um, weil es dann für mich einfacher ist, das handzuhaben. An der Schwanzflosse gehe ich vor allem im Außenbereich hier mit dem Weiß drüber. Aber auch hier mittig. Und zwar da, wo die gelben Linien geblieben sind. Die grauen lasse ich grau, weil so sieht das dann eben durchgehend aus. Hier ziehe ich noch mal eine rein. So. An der Rückenflosse setze ich mir erstmal ein Highlight hier am Rücken und dann am Ansatz der Rückenflosse hier. Sowie mittig in der Flosse. Und auch hier in dem Bereich, in dem wir die gelben Linien gelassen haben. Dabei ziehe ich das Weiß nicht ganz durch. Für eine etwas verstärktere Wirkung werde ich mir hier auf dem Rücken noch ein wenig Weiß gönnen als Highlight. Der Fisch soll ja glänzend und golden wirken. Das ist ein bisschen viel. Ja. Damit wäre der Fisch für mich fertig. Ich hoffe, bei Tinte übrigens immer darauf achten und Tusche, die Pinsel sofort auszuwaschen. Sonst verklebt der Pinsel und man hat dann Probleme, ihn zu reinigen im Nachhinein. Ich hoffe, das Tutorial war verständlich und einfach zu folgen. Ich hoffe, das Motiv ist ansprechend genug. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, gut, wenn man malen übt und mit einer kleinen Palette beginnt. Hier haben wir eine wirklich minimalistische Palette,
gewählt. Falls ihr Lust habt auf weitere Tutorials, schlag gerne weitere Themen vor. Ich glaube, im nächsten Tutorial werde ich eine Katze malen. Würde mich aber freuen, wenn ihr nochmal sagt, was ich bei den Tutorien besser machen kann. Das heißt, welche Erklärungen euch gefehlt haben, etc. Würde mich sehr freuen. Und falls ihr mitgemalt habt, verlinkt mich oder taggt mich auf Instagram. Ich gucke mir das sehr, sehr gerne an. Und viel Spaß. Den Hashtag werde ich hier nochmal einblenden. Danke fürs Mitmachen und bis bald.